Bevor wir uns jetzt der dunklen Seite der Longsling-Journeys widmen, wollte ich nochmal ganz dolle und ganz lieb Danke sagen an alle, die uns so wunderbar den Rücken gestärkt haben bei der Umstellung zu unserem neuen Online-Shop. Das ist ja immer eine riesen Zitterpartie. Man denkt so im heutigen Zeitalter, ja, Computer, du drückst auf den Knopf und dann läuft das. Das wäre schön. Aber so ist es halt nicht. Und jeder, der ein neues Handy hat und dann seine Daten überspielen will, weiß ja, was das manchmal für ein Krampf ist. Ja, dass dann plötzlich Adressen fehlen, dass alles Mögliche nicht da ist, deine Fotos sind irgendwo. So ist das bei einem Onlineshop halt auch. Wir haben das inzwischen gut im Griff. Das Ding läuft wirklich ziemlich glatt jetzt durch. Bei dem einen oder anderen funktionierte plötzlich das Passwort nicht mehr. Wenn das bei dir der Fall sein sollte, dann mach einfach Passwort ändern oder Passwort vergessen. Und dann kriegst du ja eine E-Mail, da klickst du drauf, gibst ein neues Passwort ein und dann läuft die Kiste wieder. Wenn es darüber hinaus noch irgendwelche Probleme geben sollte, ja, schreib einfach eine kurze E-Mail an den Kundenservice und die werden das in deinem Interesse regeln. Roland war jetzt wirklich Tag und Nacht dran. Ich glaube, wenn das Ding jetzt richtig endgültig fertig ist und glatt läuft, der fällt einfach um und schläft eine Woche. Ja, der hat also wirklich hier Kopfstand gemacht auf allen Fluren. 4000 Artikel und ich weiß nicht, was haben wir, 25.000 Fotos von A nach B umzuziehen, ist halt wirklich eine Herausforderung. Die Programmierer haben alles gegeben und ich danke euch so, so sehr. Wir haben so süße Mails bekommen und so liebe, aufmunternde Worte. So, ja, haltet durch und ihr schafft das schon und Roland kriegt das hin. Das Schönste war, glaube ich, irgendwer hat geschrieben, wir bekommen eine Ladung glitzernde Glückseinhornpupse und dann wird alles wieder gut. Da haben wir hier dieser ganzen Misere, wir waren so angespannt mit den Nerven, wir haben so gelacht, das hat einfach so unglaublich gut getan. Aber das war nicht der einzige, wir haben also viele Kommentare dieser Art gekriegt und auch Mails und ihr wart so eine solche Unterstützung, ja, weil wenn du so mit den Nerven zum Zerreißen gespannt da sitzt, ich meine, das ist unsere Existenz, ja, die da dran hängt, dass das alles glatt läuft und dann kommen Leute und sind einfach nur so lieb und sagen, ja, jetzt mach dich doch mal nicht verrückt und das wird schon und mein Gott, dann warten wir halt mal 2 Tage, das macht doch nichts und so. Das hat so gut getan und wir waren so gerührt auch, ja, diese freundschaftliche Unterstützung von euch zu bekommen. Und wir haben wirklich absolut alles gegeben und wir geben auch weiter alles, dass das super läuft. Auch die 10% der Newsletter, ne, der läuft im Moment gerade, weil wir haben erst gedacht, dass wir das gar nicht schaffen, den zu machen. Aber Roland hat es dann doch noch hingekriegt, hat das falsche Bild verschickt, weil das vom alten Shop hochgeladen wurde und nicht vom neuen und so weiter. Aber ist ja schissegal, was da für ein Bild ist. Hauptsache, es gibt 10% Rabatt. Die gibt es diesen Sonntag. Und nochmal, ihr seid die allerbesten, wirklich. Es ist so schön, so viel Rückenwind zu bekommen und so viel positive Unterstützung. Und dann kann man sich durch so manche, ich sag mal, so manche Wogen, Täler und Berge, kann man sich dann da so durchlavieren, wenn man weiß, dass man so viele liebe, wohlwollende Menschen im Hintergrund hat. Also an jeden einzelnen von euch ein dickes Dankeschön und eine dicke, fette Umarmung. Ja, ihr seid wirklich die allerbesten. Und jetzt habe ich genug hier rumgelabert. Jetzt gucken wir uns die dunklen, weil es wird ja jetzt demnächst Halloween und es ist Oktober, die dunkle Jahreszeit fängt an. Wir dürfen in Ruhe ein bisschen spooky vor uns hinarbeiten und ich habe ja schon bei den vorangegangenen Videos immer kurz mal die Cover in die Kamera gehalten. Die sind jetzt fertig und gucken wir uns jetzt an und jetzt werden wir uns ein kleines bisschen gruseln. Longslim, die dunkle Seite. Zweimal Longslim und einmal, was ist denn das? Shortslim oder wie nennen wir das? Das ist diese quergelegte Variante. Da schauen wir jetzt mal rein. Ich habe tatsächlich beschlossen, alle drei zu zeigen, denn das sind ja richtige Notizbücher. Da ist nicht so wahnsinnig viel Deko und da geht so ein Flip-Through natürlich auch ein kleines bisschen schneller als bei unseren dicken Wälzern, die komplett durchdekoriert sind. Und ich fange mal mit diesem hier an, weil das ist ja ein alter Bekannter für euch. Dieses Cover, das haben wir ja zusammen in dem Tutorial gestaltet. Da habe ich gezeigt, wie ich mit Stempelfarbe, das ist lila, Villainous Potion und Wilted Violet heißt die Farbe. Genau, mit den beiden habe ich rumgehext. Ich wurde gebeten, jetzt mal immer dazu zu sagen, wenn ich meine Cover eingefärbt habe, mit welcher Farbe ich denn dazu gange war. Das Tutorial habe ich unten drunter verlinkt. Falls du das sehen möchtest, kannst du unten in die Shownotes gucken. Da kannst du es dir nochmal ganz genau angucken, mit der schönen Schleife zugebunden. Vorne ist das Label drauf, was ja bei den Covern auch dabei ist. Das ist ja oben immer ein Rand, den wir abschneiden müssen, weil es ja nicht die volle DIN A4 Länge ist. Für alle die das nicht gesehen haben. Und da hat Roland schöne Label und auch diverse andere Dinge kreiert, die ihr dann noch benutzen könnt, um euer Journal zu dekorieren. Die Seiten sind
eingenäht. Auch das wird in dem Video gezeigt. Von hinten ist es nur gefärbt. Ich habe den Buchrücken nicht nach innen, sondern hier habe ich ihn nach außen geklebt, weil ich gerne diese Kante haben wollte. Du kannst es auch nach innen kleben, sodass man diesen Übergang gar nicht sieht. All diese Dinge sieht man ja im Tutorial. Und ein bisschen schwarze Spitze. Und wie könnte es anders sein, wenn man was richtig schön grungy und abgeranzt macht? Da hilft dann immer Cheeseclaws bzw. Verbandmull eingefärbt. Ich sprühe das kurzerhand mit Distress Inks oder Oxides und das ist wirklich egal mit welchem. Ich mag die Inks ein kleines bisschen lieber, weil die Oxides, wenn die trocknen, die werden so steif. Ne, das ist ja so kreidig, diese Pigmente, und da wird ein Stoff ein bisschen steifer. Das kann manchmal richtig gut sein, wenn man bestimmte Dinge machen will. Aber wenn ich den nur so auf Vorrat färbe, dann nehme ich meistens die Inks und sprühe den an und lege den in die Ecke zum Trocknen, damit ich ein bisschen Vorrat habe. Hier innen drinne gibt es einen kleinen Folder. Entschuldigung, ich wollte sagen, das ist doch nicht einfach nur eine Einstecktasche. Da kann man also noch ein bisschen Papier unterbringen, irgendwelche schönen Dinge, die du in dem Journal verarbeiten willst. Und zum Aufklappen, auch gleich zum Schreiben, ein bisschen Stemperia-Papier. Und das sind noch ein paar von diesen Labels. Ich habe noch ein paar übergehabt und habe ich gedacht, Label kann man immer brauchen. Die tun wir jetzt mal kurzerhand hier mit ins Journal rein. Die Reste von den Papierset, die oben abgeschnitten werden, da ist ja auch immer dieser Rand. Da habe ich diesmal so ein kleines Mini-Blöckchen gemacht, übrigens mit einer Büroklammer festgemacht. Und dann kurzerhand, Tesafilm ist hier hinten drauf und mit einem Mini-Brett fixiert. Weil ich dachte, das ist ganz praktisch, wenn man irgendwas aufschreibt, vielleicht wenn man Gedichte schreibt oder irgendwelche anderen Sachen. Und du brauchst eine kleine Notiz, dann kannst du das Blöckchen hinpinnen, wo du es gerade brauchst und kannst dir da noch ein paar Notizen zumachen. Ich habe gedacht, das ist eine ganz nette Sache. Ich habe immer alle möglichen Zettel rumfliegen, auf die ich irgendwas aufschreibe, weil mir dauernd irgendwas einfällt, was ich nicht vergessen will. Vielleicht mag man so ein Journal ja auch als Kreativbuch benutzen, wo du die ganzen Ideen festhältst, die du irgendwo auf Video gesehen hast und dir die Kanäle dazu aufschreibst. Gerade dann, ne, kannst du gleich noch die Einkaufsliste schreiben, wenn du sagst, ich brauche Streichholzschachteln oder irgend sowas. Dann hat man ein bisschen Papier. Hier vorne kannst du deinen Namen reinschreiben. Der neue Besitzer kann sich da verewigen oder irgendwas Wichtiges, Geheimes aufschreiben. Ja, ein bisschen lila Papier, weil das Cover ja auch so ist, wollte ich das so ein bisschen wiederholen im Journal. Und weil es eben ein grungy und ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, ein bisschen Halloweenig ist das Ganze. Habe ich gedacht, ein paar Fledermäuse. So richtig gothic ist es ja nicht, aber es hat so Gothic-Tendenzen. Gespenstischer Schimmer. Ich habe eine ganze große Liste, ein Riesenblatt voll mir ausgedruckt mit lauter solchen Wörtern, die irgendwie zu Gothic und zu Halloween passen. Und die wird es demnächst dann auch als Stickerbogen geben. Wir haben ja schon die vergessenen Wörter, das hatten wir ja beim Burlesque, diese schönen altmodischen Wörter. Aber ich dachte, sowas, was irgendwie zu allem, was irgendwie so ein bisschen Gothic und dunkel ist, passt, wäre ja auch mal schön. Und weil ihr so begeistert wart von diesen Wortsammlungen, habe ich gedacht, dann machen wir da mal einen Stickerbogen mit. Und das ist eins davon. Gespenstischer Schimmer. Wann der Stickerbogen genau kommt, weiß ich noch nicht. Das wird jetzt erstmal noch ein kleines bisschen dauern, weil wir ja tatsächlich immer noch auch mit dem Online-Shop beschäftigt sind. Unsere Mitarbeiter müssen dieses neue System ja auch lernen. Und da hat Roland im Moment nicht so viel Zeit, neue Papiersets zu entwerfen. Also er entwirft die schon, aber es wird, ich würde mal sagen, es dauert noch ein Weilchen. Es kommt. Ein schöner Stempel, der ist ja auch von Roland, der Spinnenstempel, den gibt es bei uns im Sortiment. Und das sind die Papiere, ne? Die Longslim-Papiere, falls du das noch nicht gesehen hast, das noch nicht kennst. Ne? Da haben wir ja extra ein Set entworfen, damit man sich eben nicht lange Gedanken machen muss, sondern ein Papier hat, wo du einfach den Rand abschneidest und es hat dann schon die perfekte Länge für dein Journal. So ein super Sticker, die ich dann damit reingemacht habe. Und ich war hier wieder fleißig mit der Nähmaschine. Wir werden immer bessere Freunde. War ich zugange und habe mal so ein bisschen die Ränder genäht. Das ist alles noch ein bisschen dilettantisch. Aber da es ein Grunge-Journal ist, finde ich, passt es dann auch wieder, dass es so ein bisschen abgenudelt aussieht. Ach ja, nach diesem Stempel wurde ich gefragt. Der kommt ins Sortiment. Der müsste, wenn alles richtig läuft, im Laufe der Woche, also jetzt der kommenden Woche, sollte der bei uns im Shop zu haben sein. Ich werde dann auf Facebook und auf Instagram werde ich Meldung machen, sobald er angelegt ist. Ja, sobald ihr den haben könnt. Weil da wurde ich jetzt ganz, ganz oft gefragt, die gemeint haben, so, der ist ja ein Traum. Ja, ich wollte ihn erstmal ausprobieren und mal gucken. Und nachdem solche Reaktionen kamen, habe ich gedacht, okay, dann nehmen wir ihn auf jeden Fall ins Sortiment. Kleine Pocket. Und ein Schlüsselchen für die geheime Tür im Schloss und natürlich eine süße kleine Mini-Fledermaus.
auch hier so genäht. Und das finde ich so cool. Alle, die jetzt schon lange eine Nähmaschine haben, die grinsen wahrscheinlich und denken, ja, Jutta, alter Hut. Aber für mich war das ganz neu. Ich war ja in meinem ersten Leben Krankenschwester und ich fand, das sah aus wie so ein EKG hier, ne? diese Linie. Deswegen sage ich dazu immer der EKG-Stich. Und das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ist ja auch kein Wunder, ich habe mich ja mit Nähmaschinen nie beschäftigt. Aber da war ich ganz bezuckert. Ich gedacht, da guck mal, was meine Nähmaschine kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass alle, die schon lange Nähmaschinen haben, sagen so, ja, ganz toll. Hast du nicht gewusst? Nee, habe ich nicht gewusst. Hier ist noch ein Blatt drin aus dem Mystery-Papier-Set, was irgendwo rumlag, was ich sehr passend fand hier mit den vielen Spinnenweben für dieses Journal. Und ein bisschen Romantik muss ja auch mit rein, also ein paar Aufkleber natürlich. Dann nochmal eine Karte, auf der ich auch rumgenäht habe. Ja, und dieser wunderbare Stempel, ist der nicht toll? Da sind noch ein paar andere dabei. Dieses Set, das kommt auch. Innerhalb der nächsten, ich würde mal sagen, 14 Tage. Den habe ich mir nämlich auch erstmal organisiert, weil ich mal gucken wollte, ob die was taugen von der Qualität her. Sie sind super und wir kriegen die. Sie sind auf dem Weg. Ich kann nicht genau sagen, wann die kommen, aber es wird innerhalb der nächsten 14 Tage wird es diesen wunderbaren Stempel bei uns auf jeden Fall im Online-Shop geben. So, da noch eine kleine. Ne, die, so kann man es also auch machen mit diesen Blättchen, die man oben abschneidet, diese Ränder. Einfach mal so drumherum kleben und kann man hier noch was schreiben. Was weiß ich, ja. Ein kleinen Sticker oder vielleicht ein Passwort dahinter verbergen oder so. Aus dem Land der Nacht. Geheimnisvoll, geheimnisvoll. Nochmal der Spinnenstempel, das ist ja ein Set. Da ist dieser auch dabei und diese schöne Rosenknospe. Die Tortenspitze, die hat es schon in den Online-Shop geschafft. Da wurde ich ja auch ganz, ganz oft gefragt, so könnt ihr die denn jetzt nicht mal endlich ranschaffen. Haben wir gemacht und inzwischen ist die auch im Online-Shop zu haben. Hier, da hat das so ein bisschen, da habe ich das auf so einen Sticker drauf gemacht. Dieses Skelett mit Stas-On heißt das Stempelkissen, kann man ziemlich gut auf diesen Folien stempeln, ohne dass das verwischt. Und ja, war ich ganz begeistert, dass das so gut geklappt hat. Ja, hier die ganzen Ränder zusammengeklebt, da kann man schöne Sachen mitmachen. Das ist irgendein anderes Papier, von dem ich es nicht so genau weiß. Und weil es so gut gepasst hat, habe ich doch kurzerhand eine alte Buchseite hintergeklemmt, die man dann noch weiter bearbeiten kann. Was Schönes drauf stempeln oder, keine Ahnung, Washi-Tape draus machen oder so. Das muss ich im Junk Journal ja nicht erklären, was man mit solchen Sachen macht. Da habt ihr selber wahrscheinlich viel mehr Ideen als ich. Hier nochmal zum Klappen eine Seite. Überall mit dem Bordürenstanzer, das ein bisschen hübsch gemacht. Dann sieht es ein bisschen abgenudelter aus, aber auch gleichzeitig edel. Das ist ja das, was ich immer ganz besonders mag. Also wenn schon Gothic, dann gerne auch ein bisschen, ja, ein bisschen edel Gothic. Das finde ich immer ganz toll. Tortenspitze mit Rose. Da habe ich dann mit Gold drauf gestempelt. Man sieht es jetzt, also oh doch, man sieht es sehr schön. Den gibt es ja auch bei uns. Der ist von Momento oder Tusti Kenek. Oh du lieber Himmel. Brilliance. Der da. Der ist es. Auch den gibt es bei uns im Online-Shop. Galaxy Gold heißt der. Brilliance. So. Und diese Firma Tsukineko, du lieber Himmel, ich werde es mir niemals merken können, wie die heißen. Aber Brilliance kann man sich merken. Der stempelt wirklich sehr schön Gold. War ich ganz angetan und da haben wir inzwischen auch die großen. Wir hatten vorher nur diese kleinen, die Dewdrops nennen die sich ja. Aber um so ein ganzes Stempelkissen darauf unterzubringen, ja, man kann auch mit dem Kissen auf dem Stempel dann rummachen, aber das fand ich irgendwie nicht so toll. Ich fand es besser, ein großes Stempelkissen zu haben und dann dachte ich, wenn ich das besser finde, findet ihr das wahrscheinlich auch besser. Ein Bilderrahmen, der noch schön ausgestaltet werden kann. Ich habe gedacht, den lasse ich jetzt mal nackig, damit der neue Besitzer da noch was Schönes einfügen kann. Dann die Seiten kurzerhand durchgerobbt, mal ein bisschen als kurze Seiten eingenäht, ist ja auch schön. Die sind, ich glaube, von der Zauberschule hier, diese Postkarten. Ein eiskalter Hauch, jawohl. Und aus dem Rabenset fiel mir dann mal so auf, dass wir doch eine ganze Menge Gothic haben, so bei uns im Sortiment. Da ich ja nicht so der Gothic-Typ bin, ich bin ja eher so die Spitze Romantik und vor allen Dingen Naturjournal, so ist ja mehr so meine Welt. Da hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm, dass es also im Sortiment eine ganze Menge gibt, wenn man so ein bisschen düster arbeiten will. Wir haben ja auch einen Halloween-Katalog, da haben wir dann alles reingeschaufelt, was irgendwie in diese Richtung geht, damit er die Sachen, wenn er sowas braucht, schneller findet. Auch hier, das ist ein Kalenderblatt von unserem Kalender vom letzten Jahr. Ja, es wird auch dieses Jahr wieder einen Kalender geben. Und das schreit doch nach einem Gothic Journal, oder? Also, da ist sogar hinten ja der Kalender noch drauf. Der Kalender kommt noch. Da sind wir auch schon dran. Für dieses
Nee, fürs nächste Jahr. Das ist ja Kalender für dieses Jahr gewesen. Kalender für nächstes Jahr wird es selbstverständlich auch noch geben. Ist ja klar. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Es ist ja noch nicht so ganz. Wir bewegen uns aufs Ende zu, aber wir müssen noch keinen Dauerlauf machen. Schaurig, ein schönes Wort, ne? Und eine kleine Fledermaus da reingestempelt in den Stickerrahmen. Dann habe ich hier nochmal einen weiteren Schlüssel. Die 7 Schlösser, ne? Der Geheimtür oder so. Da kann man schon mal ein paar mehr Schlüssel für gebrauchen. Ja, und das ist dieser, der gehört auch dazu. Das ist ein Set mit mehreren solcher herrlicher, ja, das ist so eine Mischung zwischen Skelettgrusel und Elfe irgendwie. Gruselelfe ist, glaube ich, ein gutes Wort. Da war ich so fasziniert, den fand ich so herrlich und habe so gehofft, dass es ein guter Stempel ist, dass man da so richtig schön mitarbeiten kann. Ist toll. Und wie gesagt, ne, der kommt im Laufe der Woche, wird er irgendwann im Shop sein. Dann eine kleine Spinnenarmee, die muss ja auch dazu. Das gehört ja bei Gothic auf jeden Fall, da müssen auch Spinnen rein. Jetzt sagen die ganzen Leute, die so eine Spinnenphobie haben, so, nein, das muss es nicht. Warum tust du das? Weil ich gemein bin. Weil mich Spinnen auf Papier nicht stören. Wenn die in meinem Zimmer rummarschieren, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. So, hier diese kreuz und quer eingenähten Papiere, die könnte man noch festkleben. Da könnte man noch Einstecktaschen draus machen, wenn man das wollen würde. Ich habe es jetzt mal so gelassen, weil ich dachte, das soll der neue Besitzer selber entscheiden. Noch ein paar Spinnen. Und unser Kumpel, ne, Edgar Allan Poe, meine dunkelste Stunde, ja, der hat in seinen dunkelsten Stunden die besten Sachen geschrieben. Das Gedicht der Rabe, wir haben ja auch ein Rabenpapierset, da gibt es ja auch ein Video zu, wo Roland dieses Gedicht der Rabe vorliest. Falls du das noch nicht kennst, ich werde es auch unten drunter verlinken, das musst du dir mal reinziehen, ja, das ist, dieses Gedicht ist der Hammer. Also für den Fall, dass irgendwer den Raben noch nicht kennt, einfach mal anhören, Augen zumachen und einen Kaffee trinken und genießen, weil das ist... es ist ein Meisterwerk, was Edgar Allan Poe geschrieben hat. Versuch nicht besser zu sein als andere, versuch nur besser zu sein als du selbst. Einer meiner wichtigsten Wahlsprüche, der ist auf einem Bogen im Mystery Set. Da ist so ein Sprücheblatt dabei, da ist der mit drauf. Und da lag hier der Rest rum, da habe ich gedacht, das klebe ich mal nochmal mit rein, weil ich diesen Spruch unglaublich gut finde. Und gerade auch jetzt hier bei uns in der Junk Journal Bastelwelt, ne, vergleich dich nicht mit anderen. Hol dir Ideen und versuch nicht, irgendwen zu übertrumpfen. Versuch selber einfach nur besser zu sein, heute besser zu sein als gestern. Und dann wird das alles ganz prima. Hier ist noch eine Postkarte drin, auch aus dem Rabenset. Die habe ich mit der Zackenschere rundherum abgeschnitten. Da ist noch so ein schöner Späte in die Dunkelheit. Das ist ein Briefumschlag, den ich mit dem Prägefolder bearbeitet habe. So, und natürlich, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende. Es ist ziemlich gut, aber es ist noch nicht zu Ende. Wir haben noch ein bisschen was zu gucken, denn wir machen jetzt gleich weiter mit diesem Schätzchen. Der wird jetzt hier noch ordnungsgemäß verschnurrt. Und dann schauen wir mal, was dieses herrliche abgeranzte Teil zu bieten hat. Das war tatsächlich das erste Long Slim Journal, was ich aus unserem Set überhaupt gebastelt habe, wo ich mal gucken wollte. Mich hat dieses angeranzte Cover, dieses alte Leder, das hat mich so angesprochen. Und da hatte ich auch so richtig Lust, so was richtig Abgenudeltes zu machen. Und da bin ich ein bisschen ausgeflippt hier, was diesen Mull angeht. Da habe ich also wirklich alles drauf gekleistert, was irgendwie stillgehalten hat. Hier siehst du, ist also der Rand nach innen geklebt. Ich hole nochmal das andere im Vergleich. Ne, der Buchrücken, der im Set ja dabei ist, man kann ihn von außen draufkleben oder man kann ihn innen reinkleben. Und hier wollte ich, dass der unsichtbar ist und habe dann dazwischen noch ein bisschen Mull gekleistert, damit das halt so... Ich wollte, dass das wirklich so aussieht wie was irgendwo, keine Ahnung, unter irgendeinem alten Dielenbrett im alten Bauernhaus oder so gefunden wurde. Irgendwie muss ich mal aus dem Zoomen ein bisschen raus. Man kriegt das Journal gar nicht ganz aufs Bild. Das ist der Nachteil bei Long Slim, ne? Die nehmen wirklich viel Platz weg. Und ich habe das mit Wachs einbalsamiert. Wir hatten bei uns im Shop eine ganz kurze Zeit von Powertex den Wachs. Das habe ich schon ein paar Mal erzählt, dass die dann aber die Rezeptur geändert haben und dieser Wachs jetzt eine ganz andere Konsistenz hat. Der ist jetzt nicht mehr so Nivea-Creme weich, sondern der ist jetzt relativ fest. Und so finde ich ihn für Junk Journal zum Draufmachen mit den ganzen Höhen und Tiefen und so weiter nicht besonders gut. Darum haben wir den nicht mehr. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Produkt, was das kann, was der alte Wachs konnte. Ich muss jetzt ein bisschen noch am Zoom rumfummeln. Das passt mir hier alles nicht, wie das jetzt ist. Das ist zu viel, das andere ist zu wenig. Och Mann, hammer's bald? Hammer's? Hammert jetzt? Jetzt hammert. So,
Und dann habe ich aber natürlich jetzt noch ein bisschen was von diesem Wachs und ich liebe diese Konsistenz, die dieses Journal bekommt. Wenn man drüber fährt, das fühlt sich dann auch so glatt und irgendwie so ganz leicht speckig an, wie so altes Leder. Wenn du so eine uralte, abgewetzte, bisschen speckige Ledertasche hast, so fühlt sich das Journal an. Ich wünschte, du könntest es mal anfassen. Es ist wirklich cool. Also ich kann dir nur empfehlen, wenn du irgendwie so Wachs oder Bienenwachs oder alten, solchen Antikwachs für alte Möbel hast oder so, probier das ruhig mal aus auf diesem Papier. Das ist schon echt cool, wie sich die Konsistenz dadurch verändert. Es ist halt blöd, wenn dieser Wachs zu fest ist, weil der sich dann hier überall in die Ritzen reinhängt. Das war halt das Coole an diesem hier von Powertex, dass der halt so cremig war, dass man den wirklich mit dem Pinsel draufstreichen konnte und dann nicht überall in diesen Riefen hier so hängen geblieben ist. Nun ja, ich suche weiter. Ihr wisst ja, ich gebe nicht auf, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe. Ne? Das dauert manchmal ein bisschen länger, aber meistens komme ich dann am Ende doch mit dem um die Ecke, was ich eigentlich wollte. In einem vergessenen Leben. Auch hier habe ich natürlich diese Wörter benutzt, die es dann demnächst irgendwann mal als dicker Bogen geben wird. Hier habe ich vom Raben-Postkartenset ein bisschen was verwendet, weil ich das so schön passend fand. Ein bisschen Papier dahinter gesteckt. Hier mit einem Mini-Bread was dran gemacht. Geheimnisse steht hier drauf, weil ich denke, dass sich so ein Journal ja auch dafür eignet, ganz wunderbare Geheimnisse drin zu verbergen. Ich glaube, die Zeiten, wo unsere Mütter in unseren Zimmern rumwühlen und in unseren Tagebüchern lesen, die sind ja vorbei. Wir sind ja jetzt alle schon groß. Obwohl ich sagen muss, meine Mutter so hat sowas nicht gemacht. Also ich bin mir ganz sicher, ich hätte mein Tagebuch aufgeschlagen liegen lassen können, mitten auf dem Schreibtisch. Das hätte meine Mutter zugeklappt und zur Seite gelegt. Da muss ich wirklich sagen, danke Mama, da war die wirklich absolut vertrauenswürdig. Da musste ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Auch hier ist dieser schöne Stempel drin. Ich habe es übrigens mit meinen Kindern auch so gemacht. Ich hätte niemals irgendwas gelesen, wenn sie es mir nicht unter die Nase gehalten hätten. Wenn ich 100-mal gewusst hätte, das ist Tagebuch. Und das liegt offen darum, auf jeden Fall hätte ich es weggetan. Weil ich finde, so viel Vertrauen muss innerhalb von der Familie sein. Fällt mir jetzt nur gerade noch so ein, dass ich das ganz schlimm fand. Ich habe ein Tagebuch von meinem Bruder gelesen, als Teenager. Und wisst ihr, was da drin stand? Dass er in meinem Tagebuch gelesen hat. Blöd Mann. Konnte ich ihn noch nicht mal für zusammenfalten, weil ich konnte ihm ja nicht sagen, dass ich das in seinem Tagebuch gelesen habe. So. Mein Gott, da war ich 13. Also das ist nochmal was ganz anderes. Fällt mir nur gerade so ein. Und ich glaube, in einem Tagebuch von einer 13-, 14-Jährigen, ja, da stehen sowieso lauter lustige Sachen drin. Ich habe die nämlich noch. Okay, genug zum Thema Tagebuch. Kommen wir zurück zu diesem herrlichen Grusel-Skelettelfen-Stempel, den ich einfach total gut finde und mich voll freue, dass wir den jetzt endlich in unseren Shop bekommen. Hier hatte ich mit diesen Tim Holtz-Spritzes rumgewurschtelt. Die hatte ich ja vorgestellt in einem Video. Da habe ich auch gezeigt, wie man solche Hintergründe mit diesen Spritz machen kann. Das ist ein Blatt davon. Und es ist doch einfach herrlich, oder? Dieses Metallige, dieser Schimmer, die sind so schön. Das ist so ein schönes Spielzeug. Die fallen wirklich auch in die Kategorie, brauchen tut man die überhaupt nicht. Ja, für gar nichts. Aber die will man haben, weil das einfach Spaß macht. Ich will dieses dunkle Rätsel entwirren. Welches Rätsel auch immer das ist. Ja, und dann hatte ich eine alte Buchseite. Ein Trauerspiel in Sizilien. Ja, sowas muss doch in den Gothic Journal rein, oder? Das hatte ich extra aufgehoben. Das Buch habe ich zerlegt. Da habe ich ein Altered Book draus gemacht. Gelesen habe ich es auch nicht, weil es mich nicht interessiert hat. Ich hatte mal kurz reingelesen, war nicht meins. Aber es ist von 1846. Das ist übrigens der Zeitpunkt, zu dem dieses Buch geschrieben wurde. Das Buch, was ich zerlegt habe, das war nicht von 1846. Ja, das war nur, das Datum stand da nur drin, von wann das war, ursprünglich mal. Das Buch war irgendwie, keine Ahnung, von 1920, alt genug, aber nicht besonders aufregend. Das sind so Sachen, da wird man ja immer wieder gefragt, das ist so eine Dauerdiskussion, darf man solche alten Bücher zerlegen? Also wenn sie nicht besonders selten sind und wenn sie besonders vergammelt sind, finde ich, dass man das sehr wohl darf. Mache ich auch, habe ich auch überhaupt gar kein Problem mit, weil mir völlig klar ist, lesen wird das eh keiner mehr. Und von daher kann man dann die Seiten benutzen, man kann sie im Journal dann nochmal in ein neues Leben einhauchen. Und auch das Cover finde ich völlig in Ordnung, wenn man das umgestaltet, um da ein schönes Buch draus zu machen. Und löste sich im Nebel auf. Ja, und dann haben wir hier das ist so ein kleiner Sticker mit so einem Schloss. Nebel auf Schloss Dartmoor. Ich fand, da muss dieser Spruch dann dazu. Das ist nochmal, ich glaube, Zauberschule, Postkartenset. Ich habe eine Kiste, wo ich das alles zusammen reingeschmissen habe. Da ist der Rabe, Zauberschule, Gothic Romance, das ist da alles drin, alles was dunkel ist, Mystery. Und dann weiß ich manchmal tatsächlich, wir haben inzwischen so viele Papiersets, da weiß ich manchmal nicht mehr, was war was. Hier ist wieder der schöne Stempel, der dann ja jetzt auch die Woche noch in den Shop kommt.
ein bisschen genäht, einfach so ein Blatt und verschwand in der Dunkelheit. Ja, das ist, was so Raben tun. Das ist, bei uns im Garten sind das immer die letzten am Abend. Die sitzen immer auf der Tanne, also einer oben, und der ruft und dann kommen die anderen alle angeflogen, die sammeln sich dann und ich nehme mal an, die fliegen dann in ihr Nachtquartier und dann ist es immer schon so, es fängt gerade so an, dunkel zu werden. Es passt also total, wie die dann verschwinden, und ich bin immer wieder ganz begeistert, wie sehr diese Vögel miteinander kommunizieren. Wenn man das beobachtet so und die öfter sieht und die regelmäßig kommen, dann entdeckt man so richtige Muster, wie die miteinander umgehen, und das ist toll. Ich finde es toll, ich finde Raben einfach toll. Ja, Edgar Allan Poe, wo ein Rabe ist, ist Edgar Allan Poe nicht weit. Sind absolut schlaue und super faszinierende Tiere. Dann kann man hier unten auch ein bisschen schreiben. Hier haben wir nochmal die kleine Mini-Mini-Fledermaus, die ich so süß finde, weil die ist ja nun wirklich, die ist ja nun winzig, aber total putzig. Ich bin kein Anführer, ich bin auch kein Mitläufer, ich folge nur der Melodie meines Herzens. Ja, Amen, kann ich nur sagen. Ich glaube, das gilt, wenn du Roland und mich beide in einem Spruch beschreiben willst, dann wäre der das. Ja, wir machen unser Ding und folgen der Melodie unseres Herzens und versuchen dabei, halbwegs gute Menschen zu sein. Okay, ja, so cool kann das aussehen, wenn man diesen Ecken, den Stempel so für die Ecken benutzt. Der ist schon wirklich sehr, sehr schön. Kann also verstehen, dass ganz viele dann kamen so, ja, machst uns wieder den Mund wässrig und wo ist der Stempel nu? Ja, nächste Woche ist der Stempel nur im Online-Shop. Hier ist noch eine Tasche, da kann man noch was reinstecken. Und auch da habe ich dieses Skelett so draufgesetzt, weil die so eine, das ist ja nur ein halbes, ne? Und ich finde, die eignet sich hervorragend, um die auf solche Kanten oder irgend sowas, Pockets oben drauf zu setzen. Nochmal ein Teil aus dem Postkartenset von der Zauberschule. Kleine Schnipsel. Und hier siehst du wieder, ne, immer wenn solche kurzen und kleinen und was langes und was eckig, also was abgeschnittenes, wie interessant das so ein Journal beim Durchblättern macht. Das ist eine Postkarte, ja, ich glaube, die ist aus dem Rabenset. Und die habe ich einfach durchgeschnitten. Weil man kann ja auch mal oben und mal unten was reinstecken. Sieht es irgendwie cooler aus. Und natürlich hier nochmal wieder ein bisschen drauf rumgenäht und auch mit den Spritz von Tim Holz drauf rumgewerkelt, damit es interessanter wird. Meine Nähkünste. Und natürlich ein paar kleine Spinnen, das ist ja klar, die müssen ja schon unterwegs sein. Ja, da habe ich auch ein bisschen rumgekämpft, weil ich ja einfach, was Nähen angeht, noch voll dumm bin und das überhaupt nicht drauf habe. Und dann versucht habe, hier so rundherum um die Ecken zu nähen. Bei dem hat es ganz gut geklappt und hier habe ich mich dann wieder verrattert irgendwie. Dass man sich beim Nähen verlaufen kann, ne? Das habe ich auch nicht gewusst, bis ich damit jetzt angefangen habe. Und ich dann manchmal auf meinem Papier irgendwo hinwandere, wo ich gar nicht sein will. Und dann immer total froh bin, dass ich Junk Journal mache, dass es schiedigall ist. Ich kann ja immer behaupten, das war Absicht. Und das muss so, weil das ist grungy, ne? Das ist völlig okay. Wenn man richtig schön näht und Klamotten macht oder irgendwelche tollen Tischdecken oder Kissenbezüge oder so, ist natürlich schlecht. Aber in so einem Junk Journal ist es total egal. Das ist noch so ein toller Stich, den meine Nähmaschine kann. Der für jeden normalen Menschen, der näht, wahrscheinlich ein alter Hut ist. Und ich war so begeistert. Sag ich, guck mal, wie hübsch. Der kann ja, das ist ja wie gestickt. Ja, Jutta, ganz toll. Entschuldigung, aber ich muss mich ab und zu mal noch ein bisschen dafür begeistern, weil das für mich ja ganz neu ist. Ja, der ist auch in diesem Set dabei. Also das ist ein Set mit mehreren von diesen Skelet-Stempeln. Das ist eine alte Buchseite. Da habe ich ein bisschen mit der Schablone mit Strukturpaste drauf gearbeitet. Und dann kannst du so cool so eine Seite gestalten für so ein Journal. Das macht doch schon echt was her. Es gibt was zu gucken, es gibt was zum Anfassen. Da hatte ich richtig Spaß, diese alten Buchseiten mit diesen Stempeln zu bearbeiten. Und ja, natürlich, da habe ich auch mit den Distress Inks und Oxides drauf rumgesprüht und habe die voll gesaut. Ich nehme mir dann immer so einen ganzen Packen, tue die einfach in einen alten Karton und dann sprühe ich wild drauf los. Und dann geht ja auch immer ganz viel daneben. Also ich mache immer ein Pappbrett unten rein und da mache ich Frischhaltefolie drüber. Und da schwimmt dann ja hinterher alles, was du nebendran gespritzt hast, drauf. Aber da kannst du ja dann wieder dein Papier einfach reinlegen. Das saugt die Farbe ja dann auf. Die geht ja nicht verloren. Ich will ja keine Farbe verschwenden. Und da kommen dann solche Effekte bei raus, wo du hinterher selber gar nicht genau weißt, wie das zustande gekommen ist. Man guckt immer nur drauf und denkt so, sieht ja schon irgendwie echt cool aus. Aber wiederholen kann man es dann leider nicht, weil war ja Zufall. In einem Jahr würdest du dir wünschen, du hättest heute angefangen. Das ist ein schöner, lieber Gruß, eine kleine Unterstützung für alle, die immer nur diese Videos gucken und sagen, irgendwann mache ich auch ein Junk Journal. Fang einfach an. In einem Jahr guckst du zurück und denkst so, wow, guck mal. Und da habe ich so einen Schiss gehabt, dabei war das so einfach. Ja, da auch wild genäht, hier einen Streifen aus dem Rabenpapier draufgesetzt. Habe ich so eine Mini-Pocket draus gemacht.
einfach so einen Zettel reingesteckt und noch ein paar Stempel, damit das Notenpapier ein bisschen mehr gothic aussieht. Was ist hier los? Da klebt was, was nicht kleben soll. Okay, zu früh umgeblättert. Kriegen wir das auseinander? Ja, wir kriegen das auseinander. Da habe ich Spitze dran geklebt und war zu ungeduldig. So sind meine Seiten aneinander geklebt. Man könnte da ja natürlich auch, wenn man die noch festkleben würde, so Einstecktaschen draus machen. Aber ich denke mal so, wie viele Einstecktaschen braucht man in so einem Journal? Man will ja schreiben. Das entscheidet die Person, die dieses Journal bekommt, was sie damit machen möchte. Da habe ich auf solchen Pergamentpapier rumgestempelt. Und das hat auch ausgesprochen gut geklappt. Ich finde, das sieht sehr, sehr cool aus. Der Spinnenstempel in den Ecken. Nochmal eine Rabenpostkarte. Und ich habe auch mit Absicht hier überall dieses Geflatter, das habe ich alles gelassen, weil ich finde, das passt, ne? Diese Fäden da so raushängen zu lassen, passt zu so einem Gothic Journal einfach ganz perfekt. Ein kleines Gespenst. Es war, ich hatte eine Kinderschallplatte. Ich glaube, das ist das vom Ottfried Preußler, von dem auch die kleine Meerjungfrau ist. Ich meine schon, das kleine Gespenst. Die habe ich jedenfalls als Kind, die Platte habe ich gehört, bis sie geeiert hat. Und das erinnert mich da immer so dran. Dieses Lied Geisterstunde, ach, fand ich das schön. Da habe ich immer in meinem Zimmer gesessen und getrellert. Und habe das natürlich auch meinen Kindern angedreht. Und die haben das auch dann gehört. Das war dann so schön, das war so wie nach Hause kommen, als die dann dieses kleine Gespenst sich immer angehört haben. Und ich konnte immer noch, obwohl es schon so lange her war, im Prinzip fast jede Zeile mitsprechen. Herrlich. Unsere ganz normalen Eckenstempel, das hatte ich ja in dem Set für Anfänger vorgestellt, dass ich gesagt habe, ne, wenn du so ein Set hast mit solchen Ecken, du siehst ja, wie viel das hermacht, wenn man nur in die Ecke was Kleines stempelt, wie cool das ist. Ja, da ist ja nochmal hier unsere Gruselmadame. Die mag ich, glaube ich. Ich habe es ja überhaupt nicht mit Skeletten. Ich überlege gerade so, wieso ich die so lustig finde. Weil das so eine skurrile Mischung ist. Ja, mit diesen Elfen und den Blumen und dann grinsen die so. Man könnte schon fast sagen, ein bisschen dämlich. Das heißt, das ist schon irgendwie, ist das so ein bisschen Gothic und Horror, aber irgendwie ist es auch lustig. Darum mag ich das, weil ich sonst habe ich es ja so mit den Skelettstempeln irgendwie gar nicht. Ne, das ist überhaupt nicht meine Welt. Ja, da sieht man sie dann nochmal. Sie hier und sie, die sind also alle in diesem Set dabei. Da ist die Postkarte reingesteckt aus dem Rabenset. Die habe ich ein bisschen schmaler geschnitten, damit sie ins Longslim Journal reinpasst. Jede Menge Collagen. Ich muss gerade mal selber gucken, habe ich schon wieder vergessen. Ah ja, okay. Da habe ich das erst hier, da habe ich den Rand drauf geklebt und dann das nochmal. Und dann auch noch als Tasche, meine Herren. Aber auch alles benutzt, was man so machen kann. Und die Nadel habe ich dann nur so dran gemacht, weil ich das irgendwie schön fand. Damit es nicht rausfällt wahrscheinlich. So. Hier hinten ist dann auch nochmal, auch hier könnte man das noch wieder festkleben, könnte noch eine weitere Tasche draus machen oder das zum Schreiben benutzen. Und ich habe es ja auch schon ganz oft gesagt, ne, man kann das auch einfach querlegen und dann hat man hier so mehr Platz zum Schreiben. Ist einfacher, als wenn man da oben so schmal anfängt und dann immer breiter wird. Das mache ich bei meinen Journal ganz oft, dass ich in diese Seiten, die so dreieckig eingenäht sind und nicht als Pocket festgeklebt werde, dass ich dann so schreibe. Und selber auch Spaß habe, dass ich mein Journal dann, wenn ich nochmal nachlese, was ich geschrieben habe, immer hin und her drehen muss. Macht irgendwie Spaß. Dann noch ein paar kleine Schnipsel so reingemacht für Notizen. Festgeklebt, ne? Also mal so, mal so. Da gibt es ja tausend Varianten, wie man diese Schnipsel hier verwenden kann. Oder man macht ein Bellyband raus, also hier kann man dann noch was Schönes hinterstecken und dann habe ich das auch gleich noch so aufgenäht, dass man hier oben auch mal was reinstecken kann. Also Bellybänder kann man ja, ich weiß nicht, wie viele tausend Varianten Bellybänder es gibt. Ich habe mal angefangen zu sammeln und habe die mir alle aufgeschrieben und irgendwann werde ich ein Video machen, wo ich gedacht habe, so, ich mache lauter Bellyband-Hacks. Aber das gibt dann wahrscheinlich ein Video mit 99 Hacks, weil es gibt so viele Varianten von Bellyband, das ist der totale Wahnsinn. Da sind der Fantasie wirklich überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Hier ist nochmal dieses schöne Hintergrundpapier mit den Spreads, was so schön schimmert. Die kurzen Seiten, ja, und hier ist mein, wo ich mich so schön verrattert habe, Nähversuch, hey. Hier sieht es ganz ordentlich aus, auf der anderen Seite war es dann nicht mehr so toll. Und hier habe ich natürlich, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende reingeklebt. Und hier ist noch ein Briefumschlag aus dem Mystery Set, da kann man dann noch ein paar schöne Schnipsel drin aufbewahren, um sein Journal weiter zu gestalten. Ja, und dann kommt ganz zum Schluss noch dieses hier, was eben dieses Format
von dem Papierset, was dann einfach quergelegt wurde. Und das ist ein sehr, sehr schönes Format. Habe ich jetzt schon von ganz vielen die Rückmeldung bekommen, dass Ihnen das hier mindestens genauso gut gefällt, wenn nicht fast noch besser als die Longslim-Variante, weil das so schön handlich ist. Das ist so ein kleines Buch, das kannst du prima in die Handtasche stecken, kannst du überall mit hinnehmen, wenn du unterwegs bist und ein bisschen was schreiben musst. Sitzt im Wartezimmer und musst warten. Dann kannst du schön deine Sachen aufschreiben. Ja, hier verrutscht gerade das Label. Und das ist mit Aged Mahogany, so heißt das, Aged Mahogany. Mit dem Stempel ist das bearbeitet und auch da, das hat so einen ganz leichten Metallschimmer, ich weiß nicht, ob man das sieht, da bin ich mit dem Barn Door Spray von dem Spritz von Tim Holtz nochmal drüber gegangen, weil ich gerne wollte, dass das so einen Schimmer hat. So, darum glitzert das so schön. Und ja, den Schmetterling, den haben wir ja auch schon gesehen, als ich das Tutorial für die Cover gemacht habe. Da habe ich den, nee, Quatsch, bei den Spritzes war das dabei. Oh Himmel, es sind so viele Videos, die wir hier gedreht haben in der letzten Zeit, ich komme schon gar nicht mehr hintereinander. Komme schon gar nicht mehr klar, wann habe ich was gemacht. Nur noch Kartoffelbrei im Gehirn. Ja, und hier habe ich tatsächlich nicht das Longslim-Papierset verwendet, sondern eine Mischung vom Raben-Papierset und ich glaube, es sind auch noch ein paar andere mit dabei. Ich bin nicht ganz sicher. Da habe ich in meiner Gothic-Kiste gebuddelt und habe alles, was noch da war an Papieren, verwurschtet. Das war aber hauptsächlich der Rabe, das weiß ich noch. Hier ist so ein Riesentag, den habe ich als Pocket da reingeklebt. Das ist aus dem Basic-Schriftset. Geheime Schrift, die man schön zum Schreiben verwenden kann. Oder zerlegen und sie für Dekorationen noch benutzen, für Collage oder irgend sowas. Postkarte aus dem Rabenset. Halt, falsch rum, so rum. Und ein Siegel mit Heißkleber. Eine dunkle Mitternachtsstunde. Ja, hier kann dann der neue Besitzer schön seinen Namen reinschreiben. Das machen wir dann statt Ex Libris. Nochmal Postkarte aus dem Rabenset. Und das, weiß ich nicht, ob das aus dem Raben oder aus dem Mystery Set ist, das Papier. Da bin ich tatsächlich gerade gar nicht sicher. Es ist ja eigentlich auch egal. Zum Ausklappen, weil die Seiten ja eigentlich zu lang sind. Das hatte ich ja schon auch gezeigt, wie man dann die versetzt so ein bisschen einnäht. Das habt ihr im letzten Video gesehen. Da habe ich ja ein ganzes Journal gemacht mit lauter so kreuz und quer eingenähten Seiten. Und der Effekt ist immer wieder schön. Das ist ein Briefumschlag. Steckt da was drin? Ja, steckt auch noch ein Papier drin. Hier haben wir auch noch ein schönes Blatt drin. Der war so schön grau. Der passte farblich so gut in dieses Journal. Deswegen musste der hier mit rein. Und jetzt sehen wir wieder diese Rosen. Die passen halt irgendwie immer. Ne? Das ist dieses, wenn man das mit Schwarz stempelt, ist es Gothic. Und wenn du das mit, keine Ahnung, Victorian Velvet stempelst, dann hast du es romantisch. Also das ist so ein Universalstempel. Mit dem macht man irgendwie auch gar nichts falsch, wenn man den hat. Deswegen kommt er ja auch. Habe ich euch ja jetzt schon gesagt, dass der im Shop erscheinen wird. Nichts als dunkle, wirre Träume. Ja, ich bin überhaupt kein Gothic-Vertreter, aber dunkle, wirre Träume habe ich öfter mal. Ich weiß auch nicht, was in meinem Kopf nachts manchmal so passiert. Kennt ihr das, dass ihr morgens aufwacht und denkt, was träume ich eigentlich für einen Scheiß? Wo kommt dieser ganze Mist eigentlich her? Keine Ahnung. Manchmal frage ich mich echt, was so ein Unterbewusstsein abspeichert. Dinge, die es überhaupt gar nicht gegeben hat, die man vielleicht habe ich das dann in einem Buch gelesen oder in einem Film gesehen oder so. Und wo der Kopf dann irgendwelche lustigen Dinge zusammensetzt, die überhaupt nicht zusammengehören und man sich wirklich wundert und denkt so, was war das denn jetzt für ein Quark? Voll lustig. Irgendwann lege ich mir ein Traumbuch zu. Ach ja, hier haben wir nochmal eine kleine Spinne als Anhänger. Weil wenn ich morgens aufwache, weiß ich meistens noch, was ich geträumt habe. Aber das habe ich dann meistens im Laufe des Tages wieder vergessen. Ich wollte mir das immer mal aufschreiben. Ich wollte mir mal so ein Buch ans Bett legen und wollte mal aufschreiben, was ich nachts geträumt habe, damit ich mal recherchieren kann. Es gibt ja sowas wie Traumdeutung, was das so tiefenpsychologisch bedeutet. Was ich davon halte, weiß ich gar nicht. Ob ich das glaube, weiß ich auch nicht. Aber ich würde es mal lustig finden. Ja. Carpe Noctem, das ist auch bei dem Spinnenstempel, ist der dabei. Der Carpe Noctem-Stempel, also bei dem Set hier, ne, was Roland entworfen hat. Da ist dieser schöne Carpe Noctem-Schriftzug mit drin. Noch ein Blatt. Ja, da ist so richtig viel Platz zum Schreiben. Das ist aus der Zauberschule ein Stück dekoriert, damit man hier sich so richtig schön austoben kann. Das wäre ja auch was perfekt, finde ich, von der Größe her, um Gedichte zum Beispiel zu schreiben, selber zu schreiben oder welche zu sammeln, die man ganz besonders mag. Ja, der Geistertanz hier, ne, unser Knochenmann, das ist auf jeden Fall aus dem Mystery Set. Sie auch, das weiß ich. Und da habe ich die Spitze dann mal so mitten drauf geklebt. Das ist also keine Pocket, sondern das ist einfach nur so
da dran, weil da der Rand dran geklebt wurde nochmal, um den Übergang zu kaschieren und weil es schön ist. Nochmal die alte Buchseite mit unserem Skelett, mit dem Skelettgespenst, was auch immer das ist. Und ab und zu muss ich mal diese Tabs da überall dran kleben. Ich weiß auch nicht, die mag ich einfach. Ich finde es immer schön zum Umblättern so. Dann liegen noch so Reste rum, Papierreste. Denke ich so, was machst du mit dem Rest? Ach, mach mal schnell nochmal so ein paar Tabs hier. Und den Tab-Stanzer gibt es nicht bei uns im Shop, weil die so wahnsinnig teuer sind. Und dann denke ich immer, es fällt in die Kategorie von Dingen, die braucht man eigentlich tatsächlich überhaupt nicht. Man kann die ja auch von Hand ausschneiden. Ne? Wenn man ein Rechteck nimmt und man nimmt den runden Eckenstanzer und man stanzt dann hier rechts und links die Sachen raus, hast du die Form ja auch. Nur ich bin so faul und bei mir muss es immer extra schnell gehen. Und darum habe ich mir mal so einen Tab-Stanzer besorgt. Der ist auch noch doppelt. Also diese Seite und diese Seite hier, ne, das ist so aneinander. Und dann kannst du es einfach umklappen und dran kleben. Fällt wirklich in die Kategorie von Dingen, die braucht man überhaupt nicht. Wenn man es hat, ist es lustig, aber sollte man sich gut überlegen, wie oft benutzt man es am Ende vom Tag. Mit Stoff mal eingeklebt, anstatt mit Scotch Tape, ist auch mal schön. Macht sich ja immer gut in so einem Journal, wenn es einen schönen grungy Look haben soll. Und hier nochmal so richtig ausgetobt auf der alten Buchseite. Wild rumgesprüht mit allen möglichen Farben. Bisschen Glitzer ist auch drauf. Also da weiß ich gar nicht mehr, was ich da alles zusammengespritzt habe. Alles, was stillgehalten hat. Hier der kleine Anhänger, da steht drauf Wish. Hast du also einen Wunsch frei, wenn du dieses Journal bekommst? Aus dem Rabenpapier weiterhin Dinge. Da habe ich dann nur so rumgestempelt. Das ist der Carpe Noctum. Was das für ein Stempel ist, weiß ich nicht. Ich habe diverse, die sind aber nicht bei uns im Shop, sondern die fliegen hier so rum. Ich habe also so verschiedene Stempel mit irgendwelchen Fledermäusen und Spinnen und sowas alles. Aber den hatten wir auf jeden Fall mal. Ob wir den noch haben, weiß ich gar nicht mehr. Dieses Märchenschloss. Ich meine, der ist von Nelly Snellen. Aber ich bin nicht ganz sicher. Kann man auch nicht. Bei der Masse von Sachen, die man so hat, man kann sich nicht bei jedem Einzelnen merken, was es ist und wo es herkam. Ich bin immer sehr bemüht, krieg's aber nicht bei allem zusammen. Das habe ich ein Hexenbuch. Das ist aus einem Hexenbuch, was ich mal aus irgendeinem Bücherschrank gezogen habe. Sehr, sehr süß. Und da hatte ich für die Rita ein Tauschjournal mitgemacht. Und das ist wirklich ein ganz niedliches. Und ich fand diese Hexe, die da unter dem Baum liegt, mit ihrem Blümchen im Mund so süß. Musste dann jetzt hier mit rein. Da habe ich nämlich noch ein paar Seiten von über. Die waren auch in dieser Gothic-Kiste. Habe ich gedacht, so, musste mal hier. Was zum Grinsen muss ja auch in so ein Journal rein, weil ich finde es einfach lustig, wenn ich mich so angucke. Wie man mit so ein paar Strichen so viel Ausdruck wo reinbringen kann, finde ich also auch eine Kunst, ne? Herrlich. Ein Hexenkinderbuch. Und hier ist wieder dieser Trick mit dem Gefalte. Ne? Das wird immer dadurch interessant, dass man alles ineinander schlägt. Das ist die kurze Seite, also die Seite kurz eingenäht und einmal umgeschlagen und dann diese Seite kurzerhand da reingelegt. So, und guckst du dir das an und dann wirkt das alles so wahnsinnig kompliziert. Dabei ist es ganz einfach. Nochmal als Idee für die Anfänger oder für die Fortgeschrittenen, die es vergessen haben, dass man so ein Journal einfach interessanter gestalten kann. Hier ist dann ein kleines Metallteil drauf. Die gibt es immer mal beim Teddy zwischendrin. Das sind so Sticker. Und auch hier steht es drin. Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende. Das ist sogar mit dem Magneten hier. Hab ich schon, also das habe ich auch schon wieder vergessen. Da habe ich einen Magnet dran gemacht. Plupp, flupp zu. Wunderbar. Und unser lieber Edgar Allan Poe nochmal, der Rabe. Und hier habe ich noch ein paar Sticker reingemacht mit diesen Rahmen zum Einkleben, weil die so schön zum Gothic Journal passen. Kann sich der neue Besitzer dann mit amüsieren und kann hier noch ein bisschen das Journal dekorieren. So, jetzt haben wir sie alle drei durch. Nochmal schön aufgereiht, damit du sie dir anschauen kannst. Ich hoffe, du hast jetzt ordentlich Inspiration bekommen, hast im Hinblick auf Halloween dir ein paar schöne Ideen geklaut, die du dann bei dir in deinem Journal umsetzen kannst. Es kommen ja inzwischen immer mehr solche Longslim-Journals auf Facebook und ich bin immer total begeistert, was ihr aus diesen Sets und überhaupt so an Ideen dann noch oben drauf setzt. Das ist einfach nur wunderbar. Es macht so einen Spaß. Ich hoffe, du hast heute Zeit, dich an deinen Basteltisch zu setzen und was Schönes zu kreieren. Also, geh und bastel dich glücklich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.